Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Manga-Update. Der Februar ist ja jetzt vorbei und ja, da wird es Zeit für das Manga-Update. Und dann fangen wir auch direkt mal mit Tokyo Pop an und zwar als erstes mit einem Band, den ich noch gar nicht gelesen habe. Und zwar ist das Hyuka Band 6. Der ist von Honobu Yunesawa, Tascona und Futoshi Nishiya, Kyoto Animation. Und ich habe den noch nicht gelesen, weil ich sagen muss, irgendwie ist es so, dass er mich momentan gar nicht mehr reizt. Es ist so, ich hatte es schon beim letzten Band, dass ich so ein bisschen dadurch, ja, so ein bisschen mich dadurch gezwungen habe und die Lust ist noch nicht so wieder da. Und ich muss ihn lesen, ich weiß, also ich muss es nicht, aber ich will ihn lesen, weil ich hasse es, rein halt nicht zu Ende zu bringen. Und er wird noch gelesen, aber ich erwarte mir da nicht allzu viel. Dann als nächstes der 10. Band von Blue Spring Ride von Iosaki Saka. Und ja, ein wunderschöner Manga, ein ja, schöner Band. Allerdings verläuft die Story noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Und ich hoffe, das ändert sich dann im nächsten Band. Dann Band 7 von Sugar Soldier. Der ist von Mayu Sakai. Und ja, es ist ein schöner Band, es ist sehr viel Liebe in diesem Band und ich kann nur sagen, dass dieser Band wirklich so zuckersüß zu lesen war und ich kann nur sagen, es ist wirklich einer meiner Lieblingsreihen und ja, eine zuckersüße Story und ein zuckersüßer Zeichenstil. Genau wie die nächste Geschichte, die jetzt kommt, beziehungsweise der nächste Manga, der jetzt kommt. Und zwar ist das My Magic Fridays von Arina Tanemura, das ist Band 5. Und ja, die Story ist auch zuckersüß, wobei ich mich am Anfang so ein bisschen schwer getan habe mit dieser Liebeskonstellation da. Ai und, wie heißt er noch? Er heißt Nikota, glaube ich. Ja, Nikota. Und mittlerweile finde ich es ganz niedlich, es ist was anderes und es ist süß zu lesen und mit anzusehen. Dann der 4. Band von Romantica Clock. Der ist von Yoko Maki und der war mal wieder sehr lustig und auch sehr süß zugleich und ich liebe dieses ungleiche Geschwisterpaar einfach. Es ist total süß mit anzusehen, wie sie sich da so ein bisschen bekriegen und doch lieben und ach, einfach total cool. Dann ein Einzelband, Ein wirklich schlimmer Sommer. Der ist von Shiori und ich muss sagen, es gefiel mir sehr gut. Es waren halt mehrere Kurzgeschichten. Und ich fand sie sehr niedlich. In diesem Band war dann auch die Shoujo-Card mit drin. Na, mach dich scharf. Mach dich scharf, so. Und ja, ist ein super schöner, super süßer Manga. Jetzt macht er mich nicht mehr scharf. Jetzt. Und ich kann es nur empfehlen, das ist ein toller Einzelband, es ist süß zu lesen und ein schöner Zeichenstil ist es auch. Dann Scary Lessons Band 13 von Ini Ishikawa. Ja, mal wieder ein paar gruselige Gruselgeschichten und ich freue mich immer auf die neuen Bände, auch wenn ich mir immer so denke, so, oh nein, die haben meistens nie ein schönes Ende, die Geschichten. Aber es ist trotzdem irgendwie eine schöne Reihe, eine interessante Reihe. Dann Girls Love Twist Band 8, der ist von Ayumi Komura und hier muss ich mich ja auch so ein bisschen durchquälen. Ich finde, es passiert nichts Neues und es ist so ein bisschen langweilig geworden. Auch in diesem Band finde ich, dass jetzt nicht so die spannenden Sachen passiert sind, aber wer weiß, was noch kommt. Dann Zu jung für die Liebe Band 4 von Kanami Nami und ja, auch ein super Band mit sehr vielen Wendungen und tollen Geschehnissen und eine wirklich süße Story mit einem super süßen Zeichenstil. Dann habe ich noch zwei von Tokyo Pop und zwar habe ich mit Switch Girl weitergemacht und zwar einmal Band 13 und Band 14. Die sind von Natsumi Aida und einfach super lustig, super süß und ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich eine super Love-Story-Komödie. Dann kommen wir zu Egmont. Da haben wir einmal XXMe Band 14 von
Ematoyama, ja. Und ich muss sagen, dieser Band hat mir besser gefallen als die letzten Bände. Es wurde endlich mal ein bisschen spannender und ja, es hat mir gefallen endlich mal wieder. Ich war nicht so, dass ich mich dadurch quälen musste. Dann My Little Monster Band 6 von Rubiko. Ja, der Band war interessant, aber irgendwie auch so ein bisschen langatmig, finde ich. Ich weiß, es ist komisch, wenn man das zusammen sagt, aber irgendwie kam es mir teilweise sehr langweilig, aber teilweise auch sehr interessant vor. Da muss man nicht verstehen, wie ich das jetzt sehe, aber es ist... Ich weiß auch nicht, in diesem Band war es irgendwie so, ich... ja. Dann, ja... habe ich Demon Guardian Band 2 und Band 3. Band 2 hatte ich letztes Mal, bei den letzten, als er das letzte Mal halt rausgekommen ist, habe ich halt vergessen, mir den zu kaufen. Und irgendwie habe ich es jetzt erst, als der dritte Band dann rauskam, geschafft, den nachzukaufen, weil ich da auch gar nicht dran gedacht hatte. Und der ist von Miko Momono und ist mit den drei Bänden jetzt auch abgeschlossen. Ja, war jetzt nicht die Knaller-Story, also... Zeichenstil ist okay, aber die Story, die, ja, die war jetzt nicht so herausragend, dass ich sagen muss, man muss es unbedingt lesen. Dann ein Einzelband, First Love Memories. Der ist von Yu Yoshinaga und das waren super süße Geschichten. Halt auch Kurzgeschichten und die waren super niedlich, der Zeichenstil ist super niedlich. Und ich fand das wirklich, wirklich super süß. Es sind halt ganz normale Love Stories, aber die waren halt wirklich richtig... knuffig gemacht. Als letztes von Egmont habe ich Kokoro Button Band 11 von Maki Usami und ja, der war wie immer niedlich und auch zum Weinen und einfach nur zum Dahinschmelzen, so wie die meisten Bände von Kokoro Button. Und ich kann es nur empfehlen, das ist so süß mit anzusehen, wie die beiden ja, sich immer näher, also sich näher kommen immer wieder und dann aber durch Angst oder dadurch, dass sie irgendwas nicht sagen wollen von dem anderen, dann immer da irgendwie Probleme bekommen und das ist total niedlich mit anzusehen. Und als allerletztes ein Manga von Carlsen und zwar Puella Magi Kazumi Magica. Das ist der... das ist der vierte Band, ja. Der vierte Band. Ja, der ist von Magica Quartett, Masaki Hiramatsu und Takashi Tensugi. Ich weiß gar nicht, war das der letzte Band davon? Nee, das war nicht der letzte Band. Ich blicke nicht so ganz durch diese Kazumi Magica Story durch. Sie ist ein bisschen verwirrend, ein bisschen sehr, ja, wirklich wirrwarr-mäßig und ja, deswegen ist das ein bisschen so, wenn ich den lesen muss. Aber an sich, mir gefällt der Zeichenstil ganz gut, auch wenn er nicht so, ja, shoujo-mäßig ist, wie ich das halt sonst gerne mag. Aber, ansonsten ganz gut. Wie gesagt, nur die Story, da muss ich mich immer noch so ein bisschen wieder reinfuchsen, weil das ist so ein bisschen so, ja, durcheinander und schwer verständlich gemacht, finde ich. So, und das war's auch schon mit meinem Update. Heute sind zwar auch noch drei Mangas gekommen, aber die habe ich noch nicht gelesen. Zwei davon sind für Wunschreviews. Und zwar habe ich mir einmal Vampire Knight und The Last Game Band 1 jeweils bestellt. Und ja, da... wurde halt gefragt, ob ich dann eine Review zu machen kann und die wird dann auf jeden Fall auch, ich denke, jetzt im März dann folgen zu beiden. Und ich habe noch ein paar andere auf der Liste, die werde ich auch alle noch nachholen und die kommen alle noch, also es dauert halt ein bisschen, das tut mir leid, aber ich habe halt auch nicht so viel Zeit, da mehr als ein Video die Woche zu machen. Letzte Woche konnte ich leider keins machen, da lag ich mit einer Grippe flach und ja, okay, das war's dann auch mit dem Update und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.